Willkommen bei Opa Jochens Rezept. Wir produzieren heute Landjäger. Wir benötigen dazu Schweineschulter, Schweinebauch, Rindfleisch, Starterkulturen und Gewürze. Die genauen Angaben findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Das Schweinefleisch wird erst einmal in eine große Schüssel gegeben. Dann wird das Rindfleisch durch die 4,5 mm Scheibe zu dem Schweinefleisch gelassen. Das machen wir, damit keine dunkelroten Stellen am Ende in der Wurst zu sehen sind. Jetzt kommen die Gewürze dazu. Und die in etwas Wasser aufgelösten Starterkulturen. Danach wird alles von Hand vermengt, damit sich keine Gewürznester bilden. Das gesamte Fleisch mit den Gewürzen wird nun durch die 4,5 mm Scheibe gewolft. Unseren Wolf verlinke ich euch rechts oben in der Infobox. Dann wird alles ordentlich von Hand vermengt und bindig geknetet. Jetzt kann die Spritze befüllt werden. Es werden Ballen geformt, in die Füllmaschine geworfen und festgedrückt. Der Schweinedarm 2832 kommt auf das Füllrohr. Etwas anspritzen, damit dieser sich leichter aufziehen lässt.
dann kann gefüllt werden. Wir füllen luftfrei, aber etwas locker, damit die Würste dann in Form gebracht werden können. Nun werden die Würste in die Form eingelegt und in der Mitte abgedreht. Die Presse wird verschlossen und die Würste 24 Stunden darin gepresst. Am nächsten Tag kommen die Würste aus der Form und werden einen weiteren Tag bei ca. 18 Grad aufgehangen. Dann geht es in den Rauch. Wir räuchern kalt bei 20 Grad. Ca. 2x2 Stunden mit einer Stunde Pause. Die Würste sind fertig und kommen aus dem Räucherschrank. Und nun schauen wir uns den Anschnitt an. Ich hoffe, unser Video hat euch gefallen. Lasst gerne einen Kommentar da, abonniert den Kanal, läutet die Glocke, alles, was ihr so von YouTube kennt. Vielen Dank fürs Zuschauen.